Der Lohn des Krankenbesuchs ist gewaltig. Und dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer einen Kranken besucht, erntet aus dem Paradies, bis er zurückkehrt. Das zeigt, wie gewaltig dieser Lohn ist. Das bedeutet, er erntet also die Früchte des Paradieses. Das heißt, du bekommst so viel am Ende, ja, wenn du im Paradies bist, siehst du deinen Ernteertrag im Paradies tonnenweise. Warum? Weil du eben deinen Bruder besucht hast, beziehungsweise eben die Frauen, weil sie ihre Schwester besucht hat. In einem anderen Wortlaut berichtete Ali radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ein Mann seinen kranken muslimischen Bruder besucht, das geht natürlich auch, wenn eine Frau ihre Schwester besucht. Also wenn ein Mann seinen kranken muslimischen Bruder besucht, dann erntet er so lange aus dem Paradies, bis er sich hinsetzt. Wenn er sich hinsetzt, dann umgibt ihn die Barmherzigkeit. Sollte es morgen sein, dann beten für ihn 70.000 Engel, bis er den Abend erreicht. Und wenn es Abend ist, dann beten 70.000 Engel, bis er den Morgen erreicht. Was ist das für ein gewaltiger Lohn? 70.000 Engel. Denkt ihr, das Bittgebet von Engeln wird erhört von Allah oder nicht? Ich meine, wenn Allah subhanahu wa ta'ala unser Bittgebet erhört, obwohl wir sündigen, dass Allah azza wa jal, wenn wir bereuen und zu ihm zurückkehren, dass er unsere Bittgebete erhört, dann doch umso mehr die Engel, die gar nicht sündigen. Und deswegen, der Muslim versucht immer, die Momente zu ergattern, in denen Engel den Dua bestätigen. Wann ist das? Wann machen Engel Dua für dich oder bestätigen dein Dua? Ja? Genau, wenn du für deinen Bruder Dua machst, dann sagen die Engel immer Amin und dir das Gleiche. Mögest du das Gleiche bekommen. Und deswegen musst du darauf achten, dass du keinen schlechten Dua machst gegen deine Geschwister. Warum? Das kriegst du wieder ab. Ja, der Muslim, liebe Geschwister, muss immer aufpassen. Wenn eine Sache da ist, die schief laufen kann, dann nimmst du dich in Acht oder nicht? Oder sagst du, ah, ich riskier's. Ja? Und deswegen, du darfst nicht Dua gegen jemanden machen. Warum? Weil der Dua gegen jemanden ist auch Dua gegen dich. Weil eben die Engel sagen Amin. Also möge Allah es annehmen, diesen Wunsch erfüllen und mögest du das Gleiche bekommen. Und deswegen, diese Sache motiviert den Menschen, Dua zu machen für seine Geschwister. Weil du bekommst das Gleiche. Ja, Rabbi, gib ihnen Gesundheit, Amin, und du auch. Und deswegen, der effektivste Dua ist wann? Wenn du Dua für einen anderen machst, dann bekommst du es selbst. Das ist effektiver, als wenn du nur für dich machst. Und das ist Sinn und Zweck der Sache, die Weisheit dahinter, dass Allah azza wa jal eben diese Engel aufgefordert hat, diese gewaltigen Geschöpfe, dir zu helfen im Dua. Aber, wenn du den Dua missbrauchst, dann wirst du auch etwas davon abbekommen, möge Allah uns bewahren. Und das ist nicht nur ein Engel, sondern 70.000 Engel. Möge Allah uns diesen Lohn schenken. Das heißt, wenn du beim Kranken bist und du sitzt dort, dann läuft dieser Zähler eben, dass die Engel Dua für dich machen. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wenn jemand einen Kranken besucht, dann tritt er in die Barmherzigkeit ein. Wenn er sich dann hinsetzt, taucht er in ihr ein. Und wenn er ihn verlässt, also den Kranken, dann befindet er sich so lange in der Barmherzigkeit, bis er in seiner Wohnung ankommt. So viel Gnade, Barmherzigkeit, Fürsorge bekommst du von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil du einen Kranken besuchst. Aber warum denn? Warum ist dieser Lohn so gewaltig? Ja, schau dir die Patienten an im Krankenhaus. Die Krankheit ist eine gewaltige Prüfung, besonders wenn es schwere Krankheiten sind. Möge Allah uns bewahren und die Kranken unter uns heilen. Und deswegen, diese Begleitung, dieser Beistand motiviert. Ja, es ist ja kein Geheimnis heutzutage, dass viele physische Krankheiten, also körperliche Krankheiten, durch starke Psyche bewältigt werden können. Also es ist ein Unterschied, ob jemand eine Krankheit hat und er ist demotiviert, oder er hat eine Krankheit, aber ist motiviert. Ja, das wissen wir. Und deswegen versucht man den kranken Patienten immer alle diese Umgebung so zu verbessern, dass die Psyche etwas stärker ist. Aber wenn du alleine bist, wenn du niemanden hast. Und das ist ja dieses Fatale an der Erziehung, wenn wir sehen, dass man sich nicht mehr um die Kinder kümmert. Ja, wie viele ältere Menschen, ob sie in Krankenhäusern sind oder im Hospiz, ja, dort wo man nicht mehr behandelt wird wegen der Heilung, sondern nur auf den Tod wartet. Oder eben in Alten- und Pflegeheimen, wenn man sieht, wie Menschen nie besucht werden. Ihr habt ja jetzt mitbekommen, aufgrund von Corona, da die Besuche verboten wurden, viele haben darunter gelitten. Der Mensch braucht Fürsorge, der Mensch kann nicht alleine leben. Und deswegen hat Allah so einen gewaltigen Lohn. Das ist ja, dieser Lohn ist unvorstellbar. 70.000 Engel machen Dua für dich. Und dann nicht nur einmal, sondern die ganze Zeit, während du sitzt bei diesem Erkrankten. Und du bist in der Barmherzigkeit. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, du tauchst ein in der Barmherzigkeit Allahs. Subhanahu wa ta'ala. Denkst du, da tauchst du wieder auf voller Sünden?
Wenn du eintauchst in die Barmherzigkeit, das bedeutet, deine Sünden schwimmen weg. Möge Allah uns reinigen. Nur weil ich jemanden besuche, der krank ist? Ja, weil er diesen Beistand braucht. Warum? Weil der Teufel, Shaitan, diese Schicksalsschläge benutzt, um deinen Iman anzugreifen. Warum geschieht mir das? Ich habe Bete und so weiter und die anderen, die ganzen Leute, die nicht beten und nicht religiös sind, die leben in Saus und Braus, aber ich erleide hier Schmerzen. Das will der Shaitan in dein Herz einpflanzen, diese Anklage. Möge Allah uns bewahren. Die Zufriedenheit mit dem Schicksal ist etwas Schwieriges, es ist nicht einfach. Und deswegen musst du Allah subhanahu wa ta'ala anflehen, ja Rabb, prüfe mich nicht. Und wenn doch, dann lass mich standhaft sein. Deswegen zum Dua al-Qunut, also dieser Dua, das Bittgebet, beim Witr. Da ist Sunna, dass du beim Witr-Gebet, also wenn du fertig bist mit dem Lesen, du machst Ruku' Allahu Akbar, dann stehst du ja auf, Sami Allahu liman hamida. Das ist also nach einigen Rechtsschulen, die Malikiyya machen das vor dem Ruku', Shafi'iyya und so machen es nach dem Ruku'. Auf jeden Fall, dieser Dua al-Qunut, da sagst du, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Also bewahre uns und wende von uns ab das Schlechte dessen, was du vorherbestimmt hast. Das heißt, du bittest Allah, ja Rabbi, die Schicksalsschläge, schlechte Vorherbestimmung, wende es ab.